So, ich habe nochmal kurz gespeichert und einen Zwischencut gemacht. Ja, da wären wir zurück und ich sammle mal kurz eben ein, was wir hier haben. Ich weiß nicht, ob wir jetzt schon in diese Portale gehen sollen oder ob das aktuell wirklich der Plan sein sollte, aber es ist eine Nebenaufgabe. Hier können wir ein bisschen leveln und das nehmen wir natürlich noch mit ins Video. Glaube ich zumindest, dass wir leveln können. Ich weiß es echt nicht. Gespeichert haben wir alle Male und da ist die lustige Tür. So, dieses Traumportal strahlt eine merkwürdige Aura aus. Wir werden sterben, wenn wir da reingehen. Ja, du kannst dahinter nicht speichern. Okay. So, Traumtränen. Ein unerklärliches Phänomen sind die Traumräume, Entschuldigung, nicht Traumtränen, von denen einer sich hinter jeder der sogenannten Traumportale Portale verbirgt. Was dich dort erwartet? Niemand weiß es genau. Gefahrenniveau und Gefahrenniveau. Okay, 5 und 1. Bewohner der Welt draußen regieren. Abwehrreaktion bei der Gefahrenniveau angehoben wird. Ein Gefahrenleiste füllt sich bei der Anwesenheit stetig und durch allerlei Vorkommnisse noch schneller. Wenn sie bis zum Anschlag gefüllt ist, steigt die Gefahrenniveau um 1. Okay, durch das Besiegen von Monstern in einem Traum, Traumkugeln. Tja, dann schauen wir mal. Ach so. Okay, das Traumniveau steigt. Und von denen kriegen wir diese Traumkugeln. Gewonnen. Was ist das denn? Ein fürsorgliches Lächeln liegt auf dem Gesicht der Statue. Nützt 5 Traumkugeln, ließ sich das Gefahrenniveau anscheinend senken. Möchtest du das Opfer erbringen? Komm, Gefahrenniveau. Was soll schon passieren? Frischer Harz, okay. Wir gehen einfach mal weiter. Wimmelraum 1. Das ist irgendwie echt merkwürdig. Was geht denn hier ab? Und wer ist der da? Wer ist die denn da? Hä? Hey Junge, was ist denn das für ein Gesicht? Bist du in Schwierigkeiten? Mit sowas kenne ich mich aus. Wenn du willst, kann ich dir Gefahrenniveau zurückschrauben. Natürlich kostet dich das eine Stange, klar, oder? Geld regiert die Welt. Für 10.000 Gulden, was? Ein Schöpfchen, oder? Ich lasse es lieber bleiben. Komm, dann aber nicht angerufen, wenn du später in der Klemme steckst. Okay. Ich habe keine Ahnung, was hier passiert, aber ist ja auch egal. Paar Slipper, nice, dankeschön. Gibt's auch irgendwie sowas wie ein... eine Karte? Nee, irgendwie nicht. Oder wo soll ich jetzt hin? Wieso bin ich gerade so verwirrt? Was geht? Im Moment ist alles normal. Aber wo soll ich denn weitergehen? Dadurch, dass ich keine Ahnung habe, ist das am anstrengendsten. Was soll ich denn hier warten? 87% Gefahrenniveau. Dann versuchen wir es mal. Und wieder auf 0 gesetzt. Okay, dafür sind die Kugeln weg. Ich begreif's gerade nicht. Was soll das denn?
Möchtest du zunächst nehmen oder möchtest du die Traum... Okay. Okay, verstehe. Wir müssen einfach alles klären und dann... Weiter. Ist so ein Endlos-Tower, kann das sein? Aber kriegen wir dadurch vielleicht immer bessere Items oder so? Ich habe viel zu viel Zeit einfach damit verplempert, weil ich nicht wusste, was zu tun ist. Und das ist wieder so ein Raum, wo nichts ist. Da ist die Tür. Da ist ein Gegner. Okay. Hätte ich mir das doch nur aufgespart, weil jetzt... Ja. Ne? Gehen wir mal zur nächsten Ebene. Es gibt ja keinen Speicher, wir müssen uns einfach austesten. So, wir machen Raum E3. Letzte Ebene. Och, krass, yeah. Luftige Wespe erhalten. Eine lustige Wespe. Ich hätte mir das echt sparen können. 10 Traumkugeln, verdammt. Ich habe halt keine 10 Traumkugeln. Wir werden auch keine mehr erhalten, so wie es ausschaut. Würde ich vermuten. Watch your backs. Oh, wie süß. Ja, schrei ruhig. Okay, gut, dass wir so viel trainiert haben vorher. Au. Danke fürs Heilen. Okay. Kriegen wir von dem auch irgendwie noch mehr als nur eine Kugel? Ach, ein rotes Traumfragment. Alles klar. Da hinten geht's hoch, raus. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch... Ah, okay. Auch das Niveau steigt nicht mehr. Aha. Oh, vielleicht doch. Okay, wir können die Kiste öffnen gehen. Damit habe ich jetzt nicht mehr gerechnet. Nun gut, wo ist die Kiste? Ich gehe nochmal zurück hoch. So, was gibt's hier Schönes drin? Ja, komm, mach auf. Ja. Was ist das denn? Dunkeltalisman. Na gut, wird schon irgendwas Cooles sein. Ups. Erstmal zurück und mit Tante Martha zurück in die Stadt jetzt. Wir haben das ja hier abgeschlossen, das Portal. Da hinten ist die Türe. Kann man hier auch mehrfach rein, wenn man einfach Bock dazu hat? Oder ist das nur einmal bis zum Abschluss und dann fertig? Juhu. Raus aus dem Traum. Ja, ciao. Du
Du hast alle eben erobert und bist unbeschadet entkommen. Tja, nein, krass. Ich weiß nicht, ob wir nochmal rein können. Ich gehe mal kurz hier hin und dann schaue ich. Mache ich noch einen Test. Ich gehe nicht nochmal rein, aber ich mache nochmal einen Test. Okay, ein Traum von 100 Punkten. 1 von 9. Alles klar, egal. Wir haben einen Traumschlüssel, wir gehen mal weiter. Ich werde mir jetzt in dem Fall eben wieder speichern und dann sind wir weg hier. Zack. Na gut. Tante Marthas Haus. Ach ja, klar, wir haben ja die Bürste, die müssen wir ja erstmal holen gehen. Abgeben gehen, Entschuldigung. So, Bürste abgeben. Dü-dü-düm. Du gibst die Wunderbürste. Thanks ever so much. Vielen Dank, damit wird der Knuffi-Pott blitzblank. So gibt's wieder viele neue, muntere Knuffis. Alles klar, mein Kleiner? Ihr passt in meiner Abwesenheit auf das Haus auf, ja? Righto. Dann brechen wir mal auf. Versprochen ist ein König... Nee, dann breche ich mal wie versprochen in dein Königreich auf, Effen. So, Auftrag abgeschlossen, erledigt. Tante Martha folgt dir nun nach Minneapolis. Donnerwetter, das ist dein Schloss? Daher hast du dir ein ganz schönes Plätzchen ausgesucht, mein Junge. Freut mich, dass es dir gefällt, Tante Martha. Und vielen Dank noch einmal, dass du uns hilfst. Aber mit Vergnügen. Ich glaube, hier wird es mir gefallen. Vergiss nicht, wenn du Tante Martha eine Aufgabe zuteilen willst, befiehl dies von deinem Thron aus mit der Order Königreich aufbauen. Ja, okay, alles klar. Tata for now. Dann will ich mal Hallöchen sagen gehen. Wenn du eine Aufgabe für mich hast, dann lass mich wissen. Alles klar, dann wollen wir auch direkt mal. Hey. Es gibt da noch etwas anderes, was wir besprechen müssen. Wenn du etwas Zeit entbehren kannst, sag mir Bescheid. Mm. Ja, verstanden. Plöpp. So, Evan. Mit deinem Psycho-Augen. Gib Gas. Juhu, 840. Hey. Materialien. Zitterbrax. Nehmen wir alles mit. Dankeschön. Sehr schön. Königreich ausbauen. So, Tante Martha, möchtest du bitte hier Talent zuweisen? Zack, forschen. Zugewinn, Kosten, 1000, ja doch, haben wir eigentlich genug für. Tja, 10 Minuten soll es dauern. Wie schaut es hier aus, Talent zuweisen? Haben wir noch irgendwelche freien Eignungen? Nö, alle anderen sind schon irgendwo besetzt. Erweitern, geht noch nicht. Ein Hof. Und auch hier hätte Carlo die Eignung für. Dann Carlo, viel Spaß bei deinem Hof. Tierliebe, okay. Bauen wir einfach mal alles auf, was geht. Das Hobbyfeld ist fertig. Und wen können wir denn hier zuweisen? Keiner für geeignet. Alles klar, lassen wir erstmal weg. Pfadfinderhütte. Forschungsthema Materialien. Militäreinsätze. Forschungsthema Militäreinsätze. Okay.
Da können wir natürlich auch noch ausbauen. 500k, das ist Stoffverbände, Knöpfe und so weiter. Delikatessen. Restaurant wäre nicht schlecht. Da können wir doch den einen Koch anstellen. Der aktuell irgendwie nicht so viel zu tun hat, glaube ich. Talent, Profi, Kochkünstler, Erfahrung. Ja, Eignung. Miantor natürlich. So. Produziert Holz, Bla und Pilze. Naja, ich sehe ja egal. Wir machen einfach weiter. Schreinerei, Kastanie, fertig. Talente zu weisen? Nierwe hat also eigene Erforschung. Alles klar, kann er halt nicht. Und das ist Platz für Metalllabor. Metalllabor. Medizinkampfbeute. Okay. Aber wir haben nicht genug Geld. Also was soll's. So. Das hier baut fröhlich vor sich hin. Krass. Ist wie ein Mobile-Game. ich bin euch fertig. Ja, ne, zurück in die Stadt. Okay. Waffen schmieden. Gibt es denn irgendwas Neues? Nein. So. So, Forschung. Pierre ist jetzt alleine hier. Ah, die Expertise. Wir müssen mehr Leute dafür haben, damit es weitergehen kann. Ach, da unten sehe ich es. Alles klar, 120 brauche ich dafür und... Okay, damit wir hier die Expertise hinbekommen, müsste ich Soran abziehen. Ich hätte zwar wahrscheinlich gar keine Möglichkeit zu forschen, oder? Zu teuer? Ja, definitiv zu teuer. Okay, alles klar. Und der Weiteren geht erst, und schafft Arbeitsplätze. okay, egal. So, wie schaut es hier aus? Kann ich denn bitte irgendwie nochmal in den Königreich ausbauen Modus? Genau. Ach, das dauert noch ein bisschen. Solange können wir ja mit Roland sprechen, was der so zu sagen hat. Roland, du wolltest etwas mit mir bereden? Ja, aber woher sollten, vorher sollten wir die anderen herholen? Und, was hast du auf dem Herzen? Hey? Machst eine ziemlich ernste Miene, wenn du mich fragst. Dank der guten Zusammenarbeit aller konnten wir ein Schloss und diverse Einrichtungen erbauen. Minneapolis hat sich bereits gut entwickelt. Aber um es offen zu sagen, dieses Land hat keinen Rückgrat. Was soll das denn bitte bedeuten? Dieses Land setzt sich aus vielen verschiedenen Völkern zusammen und alle diese Völker zusammenzuführen, brauchen wir ein gemeinsames Symbol. Ein Symbol? Nun, welche Werte vertritt unser Land? Was soll dieses Land beschützen und wohin soll es sich entwickeln? Um es genau zu sagen, was ist sein Ziel? Wir brauchen etwas, das dieses Ziel symbolisiert, ein Symbol, unter dem sich das Land vereint. Solange wir das nicht haben, sind wir kein echtes Land. Das Symbol unseres Landes. Du bist der König und es obliegt dir, zu entscheiden, wohin sich das Land entwickeln soll. Wie stellst du dir das Land deiner Träume vor? Das Land meiner Träume. Ich will ein Land, in dem alle glücklich sind und in Frieden leben können. Ich weiß, was du damit meinst, aber geht es nicht etwas konkreter? Ich hab's! Ein Land ohne Rivalitäten und ohne Krieg, das will ich. Verständlich, aber wenn du mich fragst, ziehen die wenigsten in den Krieg, weil sie es für eine lustige Freizeitbeschäftigung halten. So wie wir Luftpiraten Probleme mit dem Wurm hatten, gibt es auf der Welt viele Völker, die wegen ihrer unterschiedlichen Denkweise aneinander geraten.
Das lässt sich kaum verhindern. Er hat recht. Das ist aber genau, was ich möchte. Ein Land, in dem es diese Streitigkeiten nicht gibt. Und das soll auch unser Symbol ausdrücken. Du scheinst fest überzeugt. Dann sollten wir uns zunächst mit dem Ausland genauer befassen. Ich kenne mich, was diese Welt betrifft, leider noch nicht besonders gut aus. Das würde alles ziemlich politisch hier. Wenn ihr Infos braucht, kann ich euch Irmas Archiv in Goldorado empfehlen, Kinnas. Dort gibt es bergweise Aufzeichnungen zur Geschichte dieser Welt, in denen ihr nach Herzenslust schmökern könnt. Gute Idee. In den Archiven eines großen Landes findet man sicher so einiges heraus. Es kann nicht schaden, dort mal vorbeizuschauen. Alles klar. Neuer Tagebucheintrag. Wir gucken mal kurz eben. Ich habe heute das erste Mal in meinem Leben Fulon gesehen. Hi, kein schlechtes Foto, aber es hat Fulon in der Stadt gemacht. Nach dem Prozess ist er plötzlich aufgetaucht. König Evan ist, von Katzbuckel ist wieder aufgetaucht. Nicht nur, dass er sogar ein neues Königreich namens Minneapolis gründete. Bin wirklich mal gespannt, wie weit er und dieser Roland es bringen werden. Prinz Evan ist noch am Leben. Ein echtes Wunder. Ich hatte ihn schon abgeschrieben. Sorry, Evan. Erst neulich wollte ich da jemand gesehen haben. Aber ein neues Königreich? Was hat er vor? Vielleicht will er Katzbuckel zurückerobern. Ich frage mich, wer der Wächter von Minneapolis ist. Wir leben wirklich in unruhigen Zeiten. Minneapolis klingt irgendwie gut, klassisch und modern. Ja, und im Würfelfabrik als mal erhalten bleiben und ist ab sofort in der Öffentlichkeit zugänglich. Bitte beachten Sie aber, dass in der Fabrik keine Mogelwürfel oder ähnliche Sittenwidrigkeiten-Produkte mehr erhältlich sind. Okay. Man kann alles liken. Monster-Shooter, seht euch mal diese Hörner an. Das Foto habe ich ohne Blitz geschossen. Chimären sind einfach cool, man sieht es leider nicht. Aber ich bin hinten am Schwanz ist auch noch ein Kopf dran. Okay. Ich habe an dem Ort auf dem Foto eine Überraschung versteckt. Wer Lust hat, kann ja auf die Suche gehen. Viel Erfolg, ich weiß, wo das ist. Was, wo ist das? Wie soll ich bitte schön erkennen, was das ist? Eine Überraschung? Ist bestimmt Fake-Wetten. Eine Skizze aus einem Waldstück, das ich beim Spazieren entdeckt habe. Die Wurzeln scheinen fast ein Tor in eine andere Welt zu bilden. Was passiert wohl, wenn man durchgeht? Hätte wer den Mut dazu? Eine Freundin wollte mit mir... Okay, lesen, wunderschöne Szenerie. Das würde ich gerne mit eigenen Augen sehen. Ich könnte der Versuchung nicht widerstehen. Gibt es auch Posterdruck? Würde ich kaufen. Eine Freundin wollte mir Mutproben machen und wir sind in die Todesgrotte gegangen. Seht ihr da hinten im Bild? Hoffentlich ist das kein Geist. Ich will nicht verflucht werden. Ach so, das sieht ja echt was. Okay, egal. Genug gefaselt. Wir können speichern, aber ich kann mich auch nochmal auf meinen komischen, lustigen Stuhl setzen. Denn mittlerweile müsste Tante, Dings fertig sein. Oh, nur noch ein paar Sekunden. 97. Forschung beschleunigen. Oh, Zusatzkosten. Nee, abbrechen auch auf gar keinen Fall. Ach, es sind doch nur noch ein paar kleine Ticker. Dann haben wir's. Erforscht. Und jetzt? Was bringt uns das? Na, ich weiß es nicht so wirklich. Gnophilie. Talente mit totaler Gnophilie. Okay. Effiziente Gnuffi-Küche. Na, neuer Blick in Bildung. Senken die Erschaffungskosten um 20%. Dafür brauchen wir aber 500.000, um das herzustellen. Gnuffi ist aus Material etwas mehr EP. Okay, haben wir eh kein Geld mehr für. Dafür hat keiner eine Eignung.
Magielabor, dafür hat auch gerade keiner direkt eine Eignung. So, rein da mit dir. Düpp, 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 düpp. Und was macht der Koch da so? Thanks a lot. Darf ich euch das servieren? Are you ready to order? Ich koche. Hefebrötchen. Tja, Weizen, normales Ei haben wir einiges von. Macht ein bisschen satt. Okay. Take your time. See ya. Bye. Okay, dann wollen wir mal die Stadt verlassen. Im Grunde heißt es jetzt... Was heißt es im Grunde? Ach ja, nach Colorado.